Road to Nowhere, aber ich möchte eigentlich irgendwie irgendwann mal wohin kommen. Naja, herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 1. Mittlerweile schon Part 4. Unglaublich. Das ist eins der Level, wo man auf den Seilen laufen kann, das weiß ich. Danger. So, aber... Okay, das sind Sachen, die runterfallen. Ich probiere das jetzt direkt. Habe ich jetzt gewonnen? Okay, ich spiele es normal, ist in Ordnung. Boah. Mein Gott, dann muss das Spiel doch nicht direkt so ausrasten. Ich sehe nichts. Okay, da hinten kam auch noch ein Wildschwein. Wenn ihr Glück habt, beschäftigen wir uns diesen Part über nur mit diesem Level. Wupp! Aber dafür habt ihr Part 4 ja eingeschaltet. Ich find's schön, wenn man nicht, dass man da so Dinger dazwischen. Oh, oh, habt ihr das gesehen? Oh, auf den Eisdingern ist mal schneller, dann kann man wohl. Das ist ja für die Nerven überhaupt nicht. Was? Ich will nicht mehr. Oh Gott, was ist denn das? Kann ich hier an der Seite ordentlich laufen oder falle ich da durch die... Da wäre der doch jetzt locker drunter gefallen. Kann ich auf den drauf hüpfen? Leute, ihr seid hier direkt... Ihr seid hier beim richtigen Let's Play. Wer sehen will, wie das nicht funktioniert, der schaltet entweder bei mir oder nicht bei mir ein. Ich kann drüber hüpfen. Bin ich doof. Oh. Yeah. Da waren dieses rote Kristallding schon wieder. Ihr müsst mir auf jeden Fall sagen, was es damit auf sich hat. Okay, das war dumm. Das war so dumm. Ich habe sofort gespürt, wie es dumm war, nicht mehr nach vorne zu drücken. Ich drücke jetzt nur noch nach vorne. Okay, da sollte ich ein Stückchen weiter hüpfen. Oder ich mache es so. Ich kann es natürlich auch super umständlich machen. Aber das ist ja praktisch mein zweiter Name. Super umständlich. Oh, wow. Na, das war auch zu erwarten, wenn ich ehrlich bin. Nein, Manu! Also, das Level macht Spaß. Ich weiß nicht, warum. Das ist bestimmt Speedrun-mäßig voll lustig. Ey, als Speedrunner muss man es auch ganz oft schaffen, wirklich perfekte Stellen genau zu treffen. Und das habe ich eben geschafft. Nicht so, wie ich es gern gehabt hätte, aber... Oh mein Gott! Dann kommt Crash zurück und grinst einen so selbstgefällig an. Und ich denke mir, Alter, das ist nicht dein Ernst. Ja. Und wir laufen einfach weiter. Als gäbe es keinen Morgen. Und wieder perfekter Sprung. Die Musik ist hier so gechillt. Das finde ich nicht in Ordnung. Das war doof. Oh, doch, war gut. Max, du solltest ein bisschen ruhiger spielen. Niemals. Was? Ja! Oh. Und Bonuslevel? Bonuslevel! Oh. Eieieiei. Knapp 4 Minuten gespielt. Herzinfarkt. Ah ja! 35%. Na, das hört sich doch nach einer Hausnummer an. Mehr als ein Drittel. Da kann man nichts falsch machen. 14 Level schon geschafft. Road to Nowhere. Ach stimmt, ich bin ja noch gar nicht fertig. Du Schildkröte. Dich brauche ich, um darüber zu kommen, ha? Das schaffe ich nicht normal. Ja!
Ihr müsst es mir lassen, das habe ich gut gemacht. Ziel! Yes! Ich glaube aber, davon gibt es noch eins, oder? Oh nein! Ah. Ja, aber es geht gut voran, da kann man nichts sagen. Boulder Dash! Das hört sich wieder nach Verfolgerlevel an. Also ich renne weg und werde verfolgt. Ja, das sieht sehr danach aus. Nach vorne Gesicht, gerichtete Kamera. Eine ängstlich dreinblickende Figur. Und eine wabbelnde Nase beim Rennen. Perfekt. Habe ich im letzten Part einen Edelstein geschafft? Ich glaube nicht, ne? Oh. Da kommt ja noch viel auf uns zu am Ende. Aber das hier sollten wir doch 100% schaffen können. Das ist doch eigentlich auch nur ein Verfolgerlevel. Wie passt denn der Stein da durch? Was? Ich finde schön, dass sie hier so Dinge eingebaut haben, die auch richtig umfallen. Die sollen mich, glaube ich, eigentlich eher aufhalten, ne? Alter, hört ihr das Quietschen von meinem Controller? Wenn ja, tut mir leid. Wenn nein, ignoriert mich. Ihr hört bestimmt... Nein! Nein! Das ist unglaublich eklig gewesen. Das war unglaublich doof. Okay. So. Hier hin. So. Okay, dann haben wir hier auch keine 100%. Dann haben wir für später noch was. Erkenne ich an den Leveln irgendwo, irgendwie, wo ich schon alles geholt habe oder nicht? Lauf! Ah, nein! Ich höre noch kein Level. Der kommt mir gefällig nah. Geh weg. Hier, du großer Stein. Hier sind Löcher. Stecken bleiben wäre angesagt. Der erwischt mich doch. Doch, ich höre das Ende. Yes! Was? Oh nein! Nein, nein. Ach man! Bom, 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 bom. Bom, bom. Also das hätte jetzt am Ende echt nicht sein müssen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war einfach unheimlich doof von mir. Hier, von diesen bekannten Trilogien, ne? Also Spyro, Crash, Jack und Dex von Ratchet und Clank, habe ich selber nur zwei durchgespielt. Ratchet und Clank, und das auch erst letztes Jahr durch einen Kumpel. Und, jawohl, Spyro. Ich habe weder Crash alle drei Teile, noch Jack und Dexter gespielt, obwohl ich Jack und Dexter alle drei Teile hier habe. Glaube ich, also 1 und 3 habe ich auf jeden Fall. Sunset Wizard, den Levelnamen habe ich schon mal gehört. Hört sich an wie so ein Level, ja genau. So hört sich das an. Unheimlich eklig. Können Beuteldachse nicht schwimmen? Ah, ich dachte, hier gibt es irgendwas. Man sieht, wie doof ich manchmal bin. Och, da renne ich doch noch drüber. Nee, doch nicht. Verdammt! Und hopp. Los, weiter. Eine Maske. So sollten Spiele für mich sein. Überall Bonussachen. Nur für mich, damit ich besser durchkomme. Oh. Sau. Das war so dumm. Ich hab's gespürt. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Gab es schon einen Checkpoint? Oh, zum Glück nicht. Bom, 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 bom. Aber das macht Blindspiele ja auch so schön, ne? Dass man da echt jungfräulich dran gehen kann. Und irgendwann sehen wir dann auch mal uns die Insane Trilogy an. Wenn ich den zweiten Teil auch durch habe.
Vielleicht mache ich vorher auf dem Kanal dann noch den dritten Teil oder so, einfach um es vollständig zu haben. Habe ich nämlich auch noch nicht so 105 oder 6% gespielt. Was war das denn? Zur Vollständigkeit halber hauen wir dann einmal alles hier rauf. Und Max, was ist mit Twin Sanity? Was? Was? Ich höre dich nicht, Stimme aus dem fünften Äquator-Bereich. Hast du das gesehen? Wie schlecht du warst? Ruhe, Stimme! Wie ihr hört, nur ich bin da. Und ich bin noch keine 3% in diesem Level fortgeschritten. Oh mein Gott. Ey, zum Glück habe ich keine Facecam in Projekten drin oder so, ne? Wie enttäuscht ich von mir bin. Ich dachte, wir schaffen heute ein bisschen was. Ruhe! Will ich nicht hören! Ich muss sagen, wenn ihr das doof findet, ne, mit so einer Zweitstimme. Ich werde das, den Kritikpunkt annehmen, aber ich werde ihn nicht verändern. Ha! Erwischt! Warum hat die Wumpa-Früchte in sich? Ach, bestimmt vergessen. Los, 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 los! So. Pau. Hier rüber. Einmal warten. Weghauen. Nochmal warten. Warten. Checkpoint! Oh, ich dachte, ich darf da drauf. Uah! Da oben gibt's doch bestimmt. Naja. Machen wir erstmal weiter. Die fahren sich ein. Max, du bist Speedrunner. Was zur Hölle machst du da? Da kann man nicht rein! Da war was! Da war was! Mein Gespür hat mich nicht getäuscht, aber meine Spielerfähigkeit. Seid doch nicht so fies, ihr fiesen Fledermäuse. Ha! Ey, als wäre ich fürs Timing geboren worden. Kommt da vielleicht... Max! Bleib ganz ruhig! Das... Nein, 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 nein! Komm doch raus! Ich will nicht! Ich will nicht! Ja, ich weiß doch. Na, okay. Das Ding habe ich bestimmt schon verpasst, hä? Naja, aber immerhin habe ich gezeigt, ich möchte was erreichen. Bin nochmal zurückgegangen. Ganz ruhig. Wow. Wo? Hat der gesehen? Geh weg! Oh. Das wusste ich nicht. Geht der Stein auch wieder weg oder hat er da keinen Bock drauf? Ich warte mit meinen super tollen Schuhen. Ey, wieso? Wie hüpft denn der? Letzte. Nein! Oh. Ich höre das schon. Und ich will das aber nicht. Verarschen, als ob es da hinten nichts gibt. Das ist ja mies. Das sieht aus wie ein richtiger Eingang. Uiuiui. Ui, ui. Also das Spiel treibt mein Herz ganz schön nach oben. Ja, der Satz war vollständig. Ich möchte nichts hören. Was war denn das für ein Geräusch? Weil ich runtergefallen bin, Spiel, das ist echt unhöflich von dir. Ich erwarte Schadensersatz. Mindestens psychischer Natur.
Oh, das war ja gemein. Ach, Mann, oh. Okay, neuer Versuch. Dieses schielende Auge da unten, ne? Das schielt nicht, aber es guckt doof. Hallo? So. Und der Stern geht zurück. Und der Stern geht zurück. Und ich gehe hinterher. Ich bin da gerade ganz selbstverständlich einfach. Ich stell mich super an. Na komm schon. Ich hoffe, ich habe das Gefühl, ich bin immer ein paar Minuten lang übelst ruhig. Das möchte ich natürlich nicht. Ja! So, Maske. Kiste. Und aufwärts. Da war schon wieder das Geräusch. Ha, denk da. Ah, der fährt sich ein, wenn ich mich draufstelle, okay. Das war selten dämlich. Also wirklich, das war unglaublich dämlich. Das war unglaublich daneben. Das war toll getroffen. Nein! Warum? Warum gucke ich nicht? Warum gucke ich, was da oben kommt? Warum bleibe ich nicht on point? Crash, wir müssen das jetzt rocken, verdammt! Ja, ja, ich gebe nur mein Bestes. Kann Crash reden in irgendeinem Spiel? Ba, ba, da, ba. Das kann er. Jetzt werde ich mich fast schon wieder da vorne runterlaufen. Dann warten kurz, das hätte ich zwar wahrscheinlich geschafft, aber mal lieber nicht mal. Ich dachte schon, ich hüpfe da wieder rein. Max, sie holen sich immer wieder Schaden an derselben Stelle. Warum? Och. Man sollte ja auch eine Konstante im Leben haben. Man sollte konsequent sein. Und das wollte ich hier an dieser Stelle einfach mal deutlich machen. So. Das reicht. Gut. Da oben war direkt ein Checkpoint. Komm her, komm her, komm her, du Typ. Saubere Leistung, Max. Na! Das ist ja unglaublich gemein gewesen. Ich habe extra schon gewartet und dann warten die auch. Die... Was war das denn? Na gut, komm her. Ein Wettstar-Duell der Legenden hat sich aufgetan. Crash ist verwirrt. Das war auch eine saubere Leistung vom Spieler diesmal. Muss man ja zugeben. Was? So. Ihr Drecksviecher. So, wo kommt ihr als nächstes? Nochmal hier lang, ne? Ich weiß, der Stuhl kann da nichts für, aber meiner Meinung nach hat er auch mal eine Strafe verdient. Ja, da können mir die Fledermäuse gar nichts mehr, egal woher sie kommen. Aber habt ihr gesehen, ich hatte die übelst weggehauen. Halt, da muss ich erstmal gucken, ob die nicht auf einmal ein anderes Pattern haben. Lauf! Ich will das Gesicht haben. Also, mit so einem Gesicht würde ich auch umlaufen. Meins ist mir ja manchmal ein bisschen peinlich. Nein! Nein! Na gut. Was? Was? Verstehe ich nicht. Okay, jetzt. Und ihr immer zu dritt. Na! Und ein Checkpoint. Das heißt, wir haben 2% vom Level schon geschafft. Das heißt, einem Sieg ist nichts mehr entgegenzusetzen. Das war sehr doof, dass ich so spät losgelaufen bin. Nein! Oh, da hinten gab's was. Aber ich bin schon so oft gestorben, ich lasse das jetzt da liegen. Das machen wir irgendwann später, wenn ich dafür bereit bin. War's das? Oh, komm, nehmen wir noch mit. Yeah! Daumen hoch. Wie komme ich dahin? Upp.
Ha, die denken, ich bin doof, ne? Hehe. So, mal gucken. Was? Okay, eine Explosion kann auch schon mal weitreichender sein. Das ist korrekt. Hoppla. Ich finde, wir haben da alle Fehler gemacht. Zuschauer, wie auch Spieler und Ingame-Charaktere. Oh, die Musik hilft, aber die ist angenehm. Wie angenehm, ich habe davon Trauma bekommen. Ein Trauma, zwei Trauma, Traumata, Traumas, Träume. Ja. Ich bin sehr gut im Bilden von Plural. Das Plural von Status ist Status. So, jetzt habt ihr hier sogar noch was gelernt. Das ist Bildungsfernsehen auf höchstem Niveau. Und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und hier ist nach 5 Minuten ungefähr das Levelende. Ich kann euch ganz im Ernst nicht sagen, wie viel wir jetzt geschafft haben in diesem Part. Ob das nur ein Level war oder zwei. Aber wir haben das Loading Map Symbol, wir haben irgendwas geschafft. Und als nächstes erwartet uns Koala Kong, aber mit dem warten wir bis zum nächsten Part. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, schreibt irgendwas, ich freue mich immer über nette Worte, über böse Worte. Die helfen mir bestimmt auch. ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, je nachdem wann ihr schaut und sage bis dann und tschüss.